Willkommen zurück zu einer neuen Runde Payday. Mit dabei der gierige Dalu Bob. Hallo. Und der neue Aushilfsgangster, ein Quantum Bro. Servus, warum Aushilf? Wir haben dich gerade eben irgendwo auf der Straße aufgegabelt und haben uns gedacht, hey, darf er mal mitmachen. Den Laden wollen wir auch überfallen. Ihr wolltet einfach einen Profi. Er ist angestellt an der Bank, die wir gleich überfallen werden. Sein Chef war ziemlich mies zu ihm. Er musste immer Kaffee holen. Doch der Kaffee war nie richtig genug. Immer zu kalt oder zu warm, zu wenig Milch, zu wenig Zucker. Da kann man schon ganz schön böse werden. Ey, hier oben steht einer. Dann wunderte sich der Chef, warum immer mein Konto größer war als seins. Kennt ihr noch den Film Falling Down mit Michael Douglas? Natürlich. Der ist so genial, oder? Ich schaue mir den wirklich einmal im Jahr an. Das ist so der Traum von jedem, oder? Ja, es ist mein Traum. Es ist irgendwie mein Traum. Ich bin hier drüben, ich gehe den anderen Weg. Eine sehr präzise Aussage hier bei dieser Stealth-Mission. Wir arbeiten als Team. Koordinaten angeben. Ich bin hier drüben, ihr wisst Bescheid. Wisst ihr Bescheid, Jungs, wisst ihr Bescheid. Ich könnte hier die Kamera zerlegen. Soll ich oder soll ich nicht? Da kommt aber jemand raus. Oh, warte, was kann ich hier machen? Mit einem... Kannst die Kameras überprüfen? Ich glaube, ich kann hier Kameras ausschalten, Moment. Soll ich dem? Ich setze die Maske auf. Einfach so. Ja, warte, hier oben war ja ein Mann, den will ich holen. Ach, gucken kann ich nur, okay. Ach, verdammt. Okay, let's go. Boah, shit, hier oben ist ja noch eine Kamera. Alles klar, den Bohrer haben wir, Leute. Okay, der Mann hier oben ist wieder weg. Ich hole mal hier die Kamera. Moment, ich versuch's. Wo ist der andere Typ? Oh, shit, da kommt einer. Oh, der klassische Kies. Nein, Mann, alles cool. Warte, warte. Wo will der hin? Der will zu mir. Der eine will zu mir. Dalu Bob, wegbleiben. Nicht den Affen gierig werden. Du hast das mit dem Pager, oder? Ja. Wollen wir ihn erschießen, oder was? Nein, da ist eine Kamera. Die sieht doch die Leiche. Lass ihn um die Ecke kommen. Jetzt. Tolkien, ganz toll. Er hat sich bewegt, er ist schwarz. Okay. Der mein Klassiker. Fehler. Ey, ich muss immer hier die schwierigen Sachen machen. Das war's dann wohl mit Stell. Ja, wie immer. Reinrennen. Rein in den Laden. Der war ziemlich agil, der junge Mann da oben. Weißt du, er hat gedacht, ich mache hier so ein bisschen Breakdance. Wo ist der Bohrer gerade? Scully. Wieso zur Hölle ist hier C4? Scully bringt den Bohrer. Hätte doch nach oben gehen können. Je mehr Türen, umso schlimmer kommen sie rein. Also sollte man gar nicht... Ich habe hinten aufgemacht. Okay, gut, gut. Kein Problem. Quanta mal alles aufgemacht. Man kann hier Bretter suchen. Und dann kann man hier die Fenster zernageln. Vernageln. Beides. Erst zernageln und dann vernageln. Ich hol mal ein paar Bretter hier. Die können entweder hier hinten sein, auf dem Dach oder in den Gassen. Wow! Quantum, das Fenster ist leider geschlossen, Quantum. Hier werden Bauarbeiten folgen. Bretter habe ich noch nie gesehen. Alles klar, ich hole hier mal die Bullen weg. Normalerweise hätten wir noch ein Medibag da hinten. Ja, hier sehe ich's. Haben wir beim ambulanten Wagen. Okay, was haben wir hier? Geld oder Gold? Wow! Ich glaube, wir hatten Gold, ne? Ah, was hat Quantum uns gesagt hier? Was hat Gold? Money, Gold money, money. Warum? Oh mein Gott, ich stehe genau falsch. Bretter suchen, sucht Bretter. Quantum hat hier drüben in dem Kopierer ein bisschen Munition versteckt. Ich wollte sie kopieren, damit wir mehr haben. Geniale Idee. Ah, hier, sieh mal. Bretter. Ich töte. Bohrer, ich bin dran. Gib dir Backup. Ist ja auch wieder deine Schuld, dein Billigbohrer hier. Der Bohrer ist an unser Gehalt angepasst. Der Bohrer ist Schrott. Ich hab dir gesagt, ein Bohrer für 2,99, das kann nichts werden. Es war ein Sonderangebot. Es wäre alles so schön gewesen, wenn man nicht
jemand den Alarm ausgelöst hat. Ja, das wäre auch. Und ich war's nicht! Ich wurde nervös, weil der Alu-Geier direkt hinter mir gegeiert hat und hat gesagt: ja, hey, er schießt doch den schwarzen Mann. Ich so, was? Ist aber politisch nicht gerade korrekt. Bin ich der Einzige, der Leben verloren hat? Ja, ich bin auch der Einzige, der hier tötet, oder? Hat jemand eine Arzttasche? Da, wo rennt denn? Ich hab eine Arzttasche. Brauchst du schon eine? Ich bin bei der Hälfte. Nur so zu sehen. Nee, warte doch mit. Ein paar Kugeln kennst du noch ab. Fangen sie nur nicht mit dem Kopf. Wir sollten noch ein bisschen warten hier, bis wir unser. Moment, da draußen, kannst doch hin. Da ist doch ein Krankenwagen, da kannst du dich verarzten lassen. Ich denke, ich gehe nicht mehr raus. Nein, der ist auf der anderen Seite, wo keine sind. Wenn du willst, halte ich dich an der Hand und bring dich hin. Gibt es da echt einen Krankenwagen oder ist das ein Scherz? Das ist ein Krankenwagen, das ist wirklich ein. Guck mal hier drüben, da wo ich bin. Ja, bin hinter dir. Ja, hier, Ambulanz. Oh shit! Okay, ich hab gedacht, da wäre niemand. Aber sie haben wohl unser Gespräch abgehört. Ich verstehe, du möchtest also nicht durch vier teilen. Jungs, hier ist er. Er hat uns gezwungen. Er arbeitet hier bei der Bank. Da wird irgendwas gesprochen von Falling Down und sollte man mal im echten Leben machen. Was mache ich da jetzt? Au, nichts. Ja, wenn du hingehst, dann einfach dich hier so verarzt. Was auf mich, ja. Dann bist du wieder gut. Wir hatten doch irgendwelche Informationen, so Insider-Informationen, damit wir hier schneller an Werk und an den Interesse. Nee, ich glaube, Kameras von aus. Juggernaut kommt rein. Auf den Schädel, auf den Schädel, auf den Schädel. Weggenoggert. Ey, da drüben ist noch einer, glaube ich. Kann es sein, dass eben noch einer war? Guck mal. Hier um die Ecke? Nee, ist keiner mehr. Wie sieht der Bohrer aus? Ist der von Ikea? Wahrscheinlich ja. Leute, das ist ein Designerteil. Das Auge bohrt mit, hä? Wir wollten doch schön aussehen auf den Überwachungsvideos. Kann es sein, dass der Bohrer schon wieder down ist? Nein, nein. Bohrer ist mehr wert als die Beute, oder nicht? Ich muss fliehen und den hier erschießen. Man hätte noch hier drüben reingehen können. Ich setz hier mal einen Bohrer hin. Ah. Neben dir, Leben gerettet. Und dann mach doch mal den Bohrer weg, ich habe eine Karte dafür. So, wir sind drin. Das ist die Überwachungsding hier, ne? Ja, ja. Ja, man muss eigentlich zu dem Bankdirektor hin, die Karte nehmen, hier reingehen. Oh, wow, 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 hier kommen einige. Und dann hier den Raum übernehmen und dann die Kameras eben deaktivieren. In der Theorie weiß er Bescheid, aber was er dann gemacht also, hat, sehen wir ja. Michael Jackson war auf dem Dach, ja? Was hätte ich tun sollen? Ihr seid Ignoranz. Warum laufe ich immer in die Meute rein? Okay, noch ein paar Sekunden. Also auf dem Bohrer steht's, oder? Der ganze Mist. Ich sag, das wird ein doppelter Bohrer. Nee. Ich habe hier diese Infos geholt. Normalerweise sollte hier drin dann die Tür open sein. Shield hier drüben. Hat jemand eigentlich diese Kreissäge? Ich hab sie aber nicht dabei, denn dann... Das ist grandios. Hier eine Gun. Aber hier sind ja tausend solche Automaten. Automaten? Das sind... Doppelte Tür. Diese Geldautomaten. Ach so, die. Ja, die kann man auch noch hier knacken. Mein Informant hat dich beschissen, Mann. Doppelte Tür. Quantum, was hast du uns erzählt? Ich weiß nicht, von was ihr redet. Jungs, wir müssen zusammenhalten. Vertraut nicht. Mann, hier. Schon drin. Ging aber schnell. Ich knack hier ein bisschen was. A7 ist immer gut. N2 sollte es sein. Dafür gibt es auch einen Skill. Oder man nimmt die Säge und macht Neo oben. Ja, die du ja normalerweise hättest, wenn du sie dabei hättest. Ne? Ich wurde nicht richtig informiert. Es ist immer das Schuldige. In der Planung hieß es, wir hätten Insider-Infos von einem Angestellten und man sieht ja, nichts, nichts wurde hier... Ich bin verdächtig, wie du hier hetzt. Ich bin jetzt ein bisschen verdächtig. Unser Plan war ja Stealth. Wieso hast du die Säge denn dann nicht mitgenommen? Ja, eben.
Für was braucht ihr denn eine Säge? Was ist denn lauter als eine elektrische Kreissäge? Kannst du nicht einen Schalldämpfer drauf tun? Ja, nein. Watte bohren? Oh, Fluchtmöglichkeit vorhanden. Ich habe hier gerade ganz viel Money gefunden. Ist das zu wenig? Ja, es ist zu wenig. Kann man es trotzdem reintun und dann wieder zurück, oder? Oh, ich bin ganz langsam. Könnte sie theoretisch machen, aber da drüber zu kommen ist echt schwer. Wir müssen jetzt gucken, dass wir sie schon mal auf die Straße bringen, die Säcke. Denn jetzt gerade haben wir keinen Sturmangriff. Wäre natürlich nice, wenn wir schon mal das Gold drüben hätten, denn damit sind wir eben super langsam. Ja. They're going in. In 10 Sekunden. Und allgemein sind wir ziemlich gierig. Oh. 10% geht an meine Ex-Frau, deswegen bin ich hier so motiviert. Oh nein, ich geh drauf. Oh, ich renn, ich geh drauf, ich lebe immer noch. Deine Motivation ist 18 beraubt. Entscheide dich mal. Ich bin tot. Über die Straße ist doch keine Chance hier. Nee, ich hab's versucht. Folgt nicht meinem Beispiel. Lass ihn liegen, durch drei ist in Ordnung. Oh, ich bin doch hier im Taser betäubt. Hab ihn. Ich bin wieder am Leben. Schlitter mal bitte so eine Arzttasche rüber. Boah, ich werd getasert von irgendwo. Danke, Scully. Ja, siehst du, Scully ist so ein echter Freund. Ja. Rate ihn halt. Eben. Mach ich hier. Vielleicht. Ein Ehering war doch in einem der Schließfächer drin. Was war der Plan? Ehering rauszuholen. Ändert halt. Sowas legal. Affen zu heiraten. So, hat jetzt jemand den Plan, wie zum Henker hier man rauskommt? Ja, Stellung halten, warten, bis der Sturmangriff vorbei ist und dann rüberrennen. Ach so. Ja, klasse. Das erscheint mir doch ganz eindeutig. Wie, Zivilist getötet? Wo war denn hier ein Zivilist? War ich das? Nee, ich glaub, das waren die anderen beiden. Das bei uns war ein Bulle. Ja. Munition hier drüben. 10% der Ex-Frau. Die 10% haben sich jetzt erledigt. Das war der Zivilist. Den musst du bezahlen, Quantum. Ich hab nur noch ein paar Schuss mit der Flinte, das ist das Problem. Ist doch Munition! Stimmt, ich bin ja der mit dem Munitionsbeutel. Aber ich wollte es einfach nur so erwähnt haben. Ich wollte einfach nur, dass ihr es wisst. Dramatisch. Dass ich noch ein paar Schuss. Ich leg hier mal ab in den Mittelgang. Okay, was meint ihr? Soll ich rüberrennen? Zweimal Taser da hinten. Einer ist weg. Wo ist das Männerback? Ammo back. Mann, die Diegel ist so gut eigentlich. Ich kann nur sagen, holt euch die Diegel. Die mit Schalldämpfer und so, echt eine geile Waffe. Quantum, hier ist dann nochmal ein Health-Pack. Okay, Ich hab's hier nicht raus. Oh, shit. Ich krieg ihn. Ich renn rüber zu euch. Hol ihn. Ich bin dran. Lass ihn los. Ich hab erhöht das Geld aufheben, was du fallen gelassen hast. Ich bin dran, Leute, ich bin dran. Oh, ich geh down. Ich muss erstmal wieder rüber rennen. Schild. Warte. Ging ihm rettet das Gold! Scheiß doch auf Quantum! Er ist doch eh schon tot! Hallo! Der hört uns gar nicht mehr. Oh, ich stecke! Shield. Er kommt direkt zu uns. Er wurde genukt. Alles klar, ich hol das... Nein, da kommen zwei. Ich schmeiß nur mal raus hier, das ist ja... Boah, ich muss wieder reinrennen. Boah, ich bin auch down. No. Quantum, bleib weg. Quantum, bleib weg. Bleib in der Bank, Quantum. Wir lassen dich auch nicht zurück. Komm, schmeiß den Motor. Knack irgendwas. Quantum, renn einfach rüber. Oh, was habt ihr hier für aufgestellt? Oh. was ist das? Das ist gegen eine Falle, ich verstehe. Da drüben liegen noch Taschen. Hey, thanks. Kies, hol du mal. Ja, verrückt. Wir geben dir Feuerschutz. Absolut, wir stehen hinter dir.
Oder schmeiß sie einfach her. Ja. Okay, ich versuch's. Wirf die Tasche schnell rüber, das ist schneller. Ich hol mir erstmal hier ein bisschen Medizin. Ich brauch Bikudin. Schmeiß hier. Weiter, Kies, komm ich noch mal. Ich kann nicht weiter, dann geht noch mal, komm. Ich muss noch ein bisschen Geld holen da drin. Ich hab den Sniper, Jetzt los, Leute. Nein, ich will noch was knacken. Alle rein. Nein, ich will noch was knacken. Irgendwas Wertvolles hier. Ich will noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich bin noch ein bisschen hier am Gieren. Ich hab nur noch meine schallgedämpfte Pistole für unsere Stealth-Action. Denk doch an die Schätze. Wir könnten hier ein bisschen stealthen, wir beide. Ja, wir könnten mit dem Wagen davon stealthen. Ohne, dass die anderen beiden es mitbekommen. Das ist das. Komm schon, ich will irgendwas mitnehmen. Irgendwas. Das wollt nicht genug? Nein. Das kann doch nicht sein. Ich will hier nur Medaillen, nichts und Käsebrot. Oh, da kommt ein Schild. Alle hier mal rein und ein bisschen mithelfen. Nee. Scully, wenn du uns hörst, komm zum Auto. Scully, wenn du mich hörst, knack irgendwas. Scully, du willst doch auch was haben von dem Geld. Ja, siehst du, ich habe schon wieder Geld gefunden. Und mit wem teile ich? Mit euch. Tja, der Polizeisturm kommt. Ja. Wenn ich draufgehe, dann lasst mich hier liegen. Das war Plan B. Ich drehe hier noch eine Runde. Jetzt haben wir einen Polizeisturm. Mir geht langsam noch die Muni aus. Schild kriege ich noch. Ja. Ich habe noch eine Tasche für Munition. Aber die brauche ich leider für dich. Drinnen noch in der Bank. Danke, Quantum. Du denkst mit. Okay, Shield down. Komm lieber hierher, wenn wir nicht schießen. Wenn wir einfach in einem Müllcontainer bleiben. Und ich habe eh keine Munition mehr zum Schießen. Schlagen mit E. Nicht vergessen, ne? Ich bleib jetzt einfach hinter der Mülltonne. Funktioniert nicht auf Fernkampf. Hab's getestet. Am Ende des Tages werdet ihr mir danken. Jetzt kommt einer. Einer versucht hier hinzukommen. Quantum. Boah, schon wieder was gefunden. Mann! Okay. Er hat's versucht, aber geschafft. Ist hier irgendwo Munition am Boden? Nein. Du musst so einen Muni-Run machen. Nee, ist nicht möglich. Wenn ich allen Sack voll Geld habe, dann komme ich. Versprochen. Sag mir ja, du machst jedes einzelne Schloss auf, oder? Ein Sack voll Geld, dann komme ich. Es sind nur noch ungefähr 50 solche Schließfächer, oder? Mehr, ein bisschen mehr. Wir müssen darüber. Ich habe einen Ehering gefunden. Oh, na, jetzt macht euch keine Anträge hier in der Bank. Live auf Überwachungskamera. Ach komm, hier muss doch noch einmal Geld drin sein. Keine Chance, hier auch wegzukommen. Oh, da war einer. Oh, ich habe Zigarren gefunden. Ich habe Muni. Ihr macht einen guten Job. Einfach die Stellung halten. Ja, wir verteidigen das Auto. Denkt an den Van. An das Geld. Zwei Kugeln, die müssen sitzen. Einer down. Ich finde immer nur Medaillen und... Ja, Stellung halten. Sagt den Polizisten, sie sollen sich in einer Reihe stellen. Dann reicht eine Kugel. Quantum! Oh. What? Wieso gehst du... Das schaffst du. Oh no, ich bin auch getroffen. Nein, ich fange die Kugeln ab. Dankeschön. Sehr gut. Boah, ich habe einen Batzen voll Gold gefunden, das Jungs. Das muss reichen, jetzt kommst du zurück. Batzen voll Gold. Moment, da geht noch was. Aha. Warte. Das wird ewig dauern hier. Ey, ein Batzen voll Gold. Damit kommst du doch nie rüber. Damit komme ich rüber, sobald der Sturmangriff vorbei ist.
Meine Munition ist auch bald. Ich hab schon lange nichts mehr, immer nur einzelne Kugel. Ich hab einen Ehering noch. Die Lage sieht gut aus. Heute so romantisch, Kies. Irgendwas ist da doch im Busch. Vielleicht finde ich ja noch Kerzen und ein gutes Essen. Das Sandwich kannst du mitnehmen. Was habe ich hier? Pornoheftchen. Und da überlegst du noch? Greif zu, Mann. Hab ich doch. Scully, komm drüber. Goldporno. Holt mal hier den Batzen Gold ab. Wenn ich noch einmal down gehe, lande ich im Knast. Wir können hier keine Spielchen mehr machen. Oh, jetzt kommen sie zu uns her. Oh, Scheiße. Also, trauen sich hier nicht rein in die Gasse. Ja, die sind vorne rechts 20. Ungefähr. Im Leben muss man eben auch ab und an was riskieren. Man kann nicht immer nur das nehmen, was offensichtlich ist, weißt du? Rüber zur Bank! Da drüben gibt's Munition, wenn's geil ist. Ich bleib alleine hier! Okay, eins mache ich noch und dann renne ich los. Ich will ja nicht so sein. Jetzt mache ich aber auch eins. Kleines Prinzip. So, ja gut, jeder darf noch eins. Knacken, jeder darf noch eins. Er eins. Wir gehen dann drauf. Und dann machen wir nur einen dafür verantwortlich. Scully? Genauso. Okay, Jungs, T1 soll ziemlich geil sein. Deswegen mache ich jetzt noch schnell T1, aber dann gehen wir. Aber wirklich dann, oder? Was ist da jetzt drin? Mist? Ein blödes Papier, was ich nicht aufheben kann. Oh, Medaillen, 2500. Naja, okay. Quantum darf noch eins? Was? Dann muss ich auch noch eins. Ja, jetzt war ich dran. Ein neuer Angriff da. Ja, jetzt müssen wir alle hier in der Bank warten. Toll. Wir brauchen einen Munitionsbeutel noch. Weil sonst zählt einen haben wir ja noch. Kies hat noch einen. Den spare ich für schlechte Zeiten. 10.000. Na bitte. Aber das ist mein persönliches, okay? Es wird geteilt. Ach, wieder nix. Okay, war leer. 90-10. Wir haben nichts von den besonderen Bedingungen gesprochen, oder? Es könnte sein, dass die hier reinkommen. Wo rennt denn Scully rum? Scully sollte es zu uns kommen. Nur der ist hier. Auto. Auto? Er ist da drüben am Fahrzeug. Das nennt man Auto. Auto, am Auto. Okay, warte, weil ich liege hier mal Munition. Da kann jeder mal reingreifen. Wir sollten wirklich dann gehen. Ja, eines machen wir noch, oder? Eins machen wir noch, natürlich. Aber das ist das letzte dann. Vielleicht. Scully down, jetzt haben wir ein Problem. Okay, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Quantum, wir sollten vielleicht... Du hättest jetzt nicht gleich abbrechen müssen. Ich wollte ihm helfen, ich bin so nett. Shit, jetzt muss ich ja wirklich allen helfen. Das war's, wir gehen drauf, Leute. Nein, Mann. Das war's. Ende. Draußen haben wir noch ein bisschen Medizin, ne? Ich bin down. Okay, warte. Wir gehen an der Seite entlang. Ja, dann ist er im Knast. Haben wir nicht eine Geisel? Ich hatte welche, aber ich glaube, einer hat sie erschossen. Können wir hier oben... Oh, das sind zu viele. Nein, bleib lieber drin. Scully, wie lange? Schreib's unten rein. Oh, da sind zu viele drinnen jetzt hier. Wir sollten wieder in den Safe gehen. Da haben wir Munition, oder? Du willst nur wieder knacken. Vielleicht. Ja, stimmt. Wir sollten beim Safe die Munition und den Ansturm aushalten, oder? Wir haben keine andere Wahl. Ich nehme mir noch die Munition mit und dann überleben wir da drin, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eins knacken. Fluchtmöglichkeit vorhanden? Schon lange. Also, aber jetzt ist der... Ach so, der ist immer... Okay. Also ich versuche noch eins zu knacken. Aber das ist jetzt wirklich das Letzte. Ja, jetzt sitzen wir ja hier. Jetzt kann man ja auch irgendwie die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen. Wir sollten nicht alle knacken. Einer muss die Stellung halten. Einer kommt rein, da kommen viele rein, ja. Verdammt, ich sehe gar nichts, die Smoke. Treffe ich was? Ich schieße einfach rein hier in den
Meute. Da, wo das Mündungsfeuer herkommt, wird zurückgeschossen. Da ist ein Shield. Fuck. Hört das mal auf hier, wie viele... Naja, wir haben sie provoziert. Gibt in der ganzen Stadt nur Polizisten hier Arbeit. Shield down. Jeder ist hier Polizist. Noch ein Shield. Da sind zwei neue gekommen, die haben sich geklont. Gott, zwei Shield. Okay, ich versteck mich hier gerade. Drei, euer Rasch, rein! Schieß, Leute! No, ich bin gleich fertig. Ich bin gleich am Ende. Shield, Shield! Lass dich nicht verprügeln! Meine Güte, umgehen! Hab doch keine Muni mehr! Doch, da sind Taser, noch Tausend. Taser, ich hab den Taser schon gekillt. Meine Energie ist gleich vorbei. Einmal getroffen und ich bin... Taser, er lädt auf! Das ist noch einer. Boah, der hat eben gerade durch die Wand dich getasert. Warum kann die durch die Wand schießen und ich nicht eigentlich? Wie durch die Gitterstäbe und so weiter. Ich hab mir ein bisschen Muni hier geholt, einen kleinen Muni-Run. Nur die Mutigen bekommen Munition, so. Okay. Das sieht gut aus, oder? Jetzt sollten wir... Nee, doch nicht. Nein. Okay, ich hab eine Idee. Quantum Ambulanz. Haben wir da noch irgendwas drin oder wurde das schon alles leer gelootet? Ich geh mal hin und schau. Einmal drin, dann weiß ich, wie oft das geht. Ja, Kies, aber dann solltest du nicht du das nehmen. Ach, ist leer. Nee, ist leer. Mo! Hm. Oh. Eine Einheit, eine Spezialeinheit. Ich glaube, rüberlaufen ist auch nichts gerade. Ich weiß nicht. Wo ist die Geist? Ich renne rüber, da sind eins. Nee, vergiss es. Ach, der stand neben mir. Jetzt ist er weg. Da steht einer genau gegenüber vom Wagen. Einer. Nur ein paar links. Ich versuch's. Könnte es schaffen. Nee, jetzt kommen wieder neue. Ich versuch's. Ich auch. Schießt alle auf Kies, dann komm ich durch. Boah, ich bin durch. Ich auch. Quantum, sorry, aber... Hallo? Hallo, ich bin noch hier auf der... Die Versicherung zahlt. Lass ihn liegen. Hallo? Hallo? Quantum? Oh, ich wollte gerade noch herkommen, dir helfen. Sorry. Hallo? Wir haben es versucht. Ging leider nicht. Deine Frau und dein Kind wird versorgt sein. Da höchste Präzision, ein Quantum Pro, wenigstens das. Das ist das Wichtigste. Der wurde doch wieder gedreht. Was hat er dann? 77%! Am meisten außer Profi. Gefecht gesetzt. Ja, weil ich halt verteidigt habe. Und was habe ich davon? Danke. Risikozuschlag. Na gut, dann ziehen wir unsere Karten, Gentlemen. Da ist wieder eine Maske drin, sehe ich doch. Ich bekomme wieder Geld. Ich bekomme immer Geld. Oh, nein, kein Geld. Ich bekomme den Feuerspucker. Radioactive Man. Alle. Feuerspucker. Was ist das für ein Mensch? Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.